Hallo und herzlich willkommen zum ELI Gesundheits-ABC. Heute geht es bei uns um ein Thema aus der Chirurgie, um S wie SuperPath. Das ist eine neue Form der Hüftoperation. Ja, und Hüftschmerzen sind definitiv kein Spaß. Unter Umständen schmerzt jeder Schritt höllisch, weil das Hüftgelenk einfach nicht mehr mitmachen will. Was SuperPath genau ist und warum das ELI so stolz ist, dass es diese neue OP-Methode jetzt bei uns gibt, das verraten wir Ihnen gleich. Erst aber alles zum Thema Hüfte. Das Hüftgelenk ist nach dem Kniegelenk das zweitgrößte Gelenk des Menschen. Gemeint ist die Körperregion zwischen dem oberen Teil des Oberschenkelknochens und dem oberen Rand des Beckens, einschließlich der Hüftgelenke. Der Oberschenkelknochen bildet am oberen Ende einen großen, kugelförmigen Kopf. Dadurch kann die zu übertragende Last von einem Punkt auf einen Ring verschoben werden. Der Kopf des Oberschenkelknochens ist von Knorpel überzogen. Am Aufbau des Gegenstückes, der Hüftgelenkpfanne, sind alle drei Beckenknochen beteiligt. Das Dach wird vom Darmbein gebildet, das Schambein begrenzt vorne und das Sitzbein hinten unten den Rand des Beckens mit seiner Vertiefung. Umhüllt wird das Hüftgelenk von der kräftigsten Gelenkkapsel des menschlichen Körpers. Sie wird über innerhalb der Kapsel gelegene Bänder stabilisiert und in der Mitte vom Ringband umgurtet. Haupterkrankungen des Hüftgelenkes sind unter anderem angeborene Veränderungen, Brüche und die Hüftgelenkarthrose. Ja, Verschleiß an der Hüfte, das ist unschön. Vielleicht haben Sie dieses Problem ja sogar selbst. Manche Menschen leiden jahrelang und gehen nicht zum Arzt. Natürlich hat man Angst vor einer großen, schweren OP, die dann anstehen könnte. Aber was soll man machen, wenn man schon alles andere probiert hat und auch schon Begleiterkrankungen da sind? Am ELI werden Hüftoperationen seit einigen Monaten mit einer neuen OP-Methode gemacht. Sie werden die Bilder ja gleich sehen. Es ist absolut verblüffend, was da möglich ist. Außerdem ist diese Methode einzigartig in der Stadt und sie ist schonend. Sie ist nämlich minimalinvasiv. Das bedeutet, obwohl es eigentlich eine große, schwere Hüft-OP ist, sind die Patienten innerhalb kürzester Zeit wieder auf den Beinen. Verantwortlich dafür ist Dr. Harald Löw, der Chef der Unfall- und Gelenkchirurgie. Sehen Sie selbst. Ja, wir haben heute bei dieser Patientin einen ganz besonderen Zugang zum Hüftgelenk angewendet. Die Anatomie war so, dass wir ihn durchführen konnten. Und dieser Zugang hat gewisse Besonderheiten. Er wird in Deutschland sehr selten durchgeführt. Wir haben eine spezielle Lagerungshilfe, eine spezielle Matratze, die man gut anmodellieren kann an den Patienten, dass bei der Operation auch nichts mit anderen Weichteilen geschieht und uns aber einen guten Zugang zum Hüftgelenk verschafft. Es gibt gewisse Hilfstools, Instrumente, über die man dann die Feinheiten bearbeiten kann und die braucht man auch dazu. Das Faszinierende an diesem Zugang ist, dass man die Muskulatur einfach kulissenartig zur Seite schiebt, in dem Gelenk operiert, sogar das Gelenk wieder verschließen kann. Und am Ende sieht es so aus, als wäre nie ein Chirurg dort gewesen, aber da ist ein neues Gelenk drin. Die typische Hüftgelenkserkrankung ist eben die Verschleißerkrankung. Der Knorpel nimmt ab und irgendwann läuft nur noch Knochen auf Knochen. Und dann hat der Patient starke Schmerzen. Es gibt Menschen, die kommen sehr früh, wo man auch vernünftige Behandlung machen kann und die besonderen Zugänge machen kann. Dann gibt es auch Patienten, die kommen sehr, sehr spät, wo das Gelenk schon deformiert ist. Und da muss man auch andere Mittel anwenden. Das Stichwort Lebensqualität ist eigentlich das Entscheidende. Wir operieren ja nicht Röntgenbilder, sondern wir operieren Menschen, die in ihrer Lebensqualität eingeschränkt sind. Und wir wollen dem Patienten helfen und das tun wir, indem wir diese Operation durchführen, damit er wieder Lebensqualität erlangt. Das ist das Kriterium. Nicht der Arzt entscheidet, sondern der Patient, wie seine Lebensqualität eingeschränkt ist. Und dann wird operiert, nicht vorher. Schwester Christina, können wir gerade den Patienten besprechen? Die Operation war ja sehr erfolgreich. Ihr geht es ja auch schon ganz gut. Visite haben wir gemacht. Morgen kann sie dann direkt aufstehen. Physiotherapie ist angeordnet und die Reha ist auch schon terminiert. Das passt ja wunderbar. Ja, dann wollen wir mal schauen, ob sie das auch umsetzen kann. Ja, gehen wir mal ein paar Schritte durch. Ganz langsam. Ach so.
so, langsam, ja. Geht schon sehr gut, ne? Ja, das geht ausgezeichnet. Also Donnerstag, am Freitag nach dem OP fühlte ich mich natürlich elend, gebe ich ganz ehrlich zu. Da habe ich es verwünscht, da habe ich alles verwünscht. Aber dann am nächsten Tag habe ich gemerkt, also es geht doch mit dem Rollator, wenn ich mich konzentriere, dann klappt es auch. Und es hat wirklich gut geklappt. Ich war überrascht, wie schnell und wie gut es klappte. Ich glaube, ich hätte keine bessere Wahl treffen können. Ehrlich nicht. Also es ist auch nicht irgendwie Schmuh oder was. Es ist einfach so, wie ich es empfinde. Von den Ärzten her, vom Personal her, ein rundum gutes Paket. Total beeindruckende Bilder, oder? Trotzdem sind noch ein paar Fragen offen, die möchte ich natürlich loswerden. Und deshalb ist er nochmal bei uns, der Chef der Unfall- und Gelenkchirurgie, Dr. Harald Löw. Schön, dass Sie sich nochmal die Zeit für uns genommen haben. Ja. Es ist eine super neue Methode, wir haben schon sehr viele Bilder jetzt gesehen, aber leider ist sie nicht für jeden Patienten geeignet. Nein, man muss diese Patienten sehr gut aussuchen. Sie dürfen in ihrem Erkrankungsstadium nicht so weit fortgeschritten sein. Sie müssen von der Anatomie her geeignet sein und dürfen auch nicht zu schwer sein. Was fasziniert Sie denn an dieser neuen OP-Form? Ja, als ich das erste Mal in England mitoperieren durfte und dann auch in Gent in Belgien trainiert habe, diese Methode fasziniert einfach dadurch, dass man die Muskeln einfach kulissenartig zur Seite schiebt und so ein Gelenk einbauen kann und der Patient praktisch mit einem neuen Gelenk ohne Muskelschaden sofort wieder mobilisierbar ist. Man kann sogar auch die Gelenkkapsel wieder schließen und als sei da nie ein Chirurg gewesen und der Patient kann wieder laufen. Trotzdem, es ist ja eine neue Methode. Sowas macht ja, also eine OP macht Patienten sowieso immer Angst, jetzt ist es auch noch eine neue Methode. Das heißt, es ist ja noch mal wichtiger, dass es so ein richtig enges Vertrauensverhältnis gibt zwischen Ihnen als Arzt und dem Patienten. Wie schaffen Sie diese Basis? Ja gut, das ist immer das Problem zwischen Arzt und Patient. Man muss dem Patient auf Augenhöhe begegnen, seine Ängste ernst nehmen, ihm das auch mit seinen Worten erklären. Und dann ist die Empathie vorhanden und denke ich, dann kann man auch in diese Richtung gehen. Ist es ein bisschen so, dass der Patient eigentlich oder die Überzeugung des Patienten so ein bisschen das größte Problem ist? Ja, in unserer heutigen digitalen Welt mit Dr. Google haben natürlich viele Patienten auch so ein Halbwissen. Da muss man auch viele Dinge wieder korrigieren, damit sie auch ein Verständnis dafür bekommen, was sie eigentlich an Erkrankung haben. Jetzt ist ja so, eine OP war, glaube ich, vor ein paar Jahrzehnten noch was sehr Handwerkliches. Jetzt ist ja sehr viel Technik auch mit dabei, hochmoderne. Wie viel Ingenieur steckt denn in Ihnen? Ja gut, immer wenn man eine Operationsmethode durchführt und Instrumente hat, feilt man immer an Verbesserungen, an ganz kleinen Kleinigkeiten, sodass wieder Zukunft Gegenwart wird und man muss das immer weiterentwickeln. Diese OP-Methode ist minimalinvasiv, haben Sie selber schon erklärt. Das heißt, man macht diese OP und irgendwie kann man gar nicht mehr fast feststellen, dass der Arzt in einem war. Geht es noch minimaler? Was ist so die Zukunft in Ihrem Fachbereich? Ja, die Entwicklung ist sicherlich weitergehend. Durch die Digitalisierung und Navigation wird man sicherlich auch weitere Methoden entwickeln, die den Patienten noch weniger belasten. Das heißt, wenn da noch mehr Computer eingesetzt, wird man immer mehr vom Arzt zum Ingenieur tatsächlich? Mit einem Navigationsgerät, was Sie aus dem Auto kennen, wird man da auch sicherer neue Methoden durchführen können und dem Patienten in seiner Lebensqualität helfen. Danke, Dr. Harald Löw. Das war das ELI Gesundheits-ABC für heute. Vielleicht haben Sie eine Frage zum Thema neue Hüftoperationsmethode. Das ist überhaupt kein Problem. Die können Sie gerne bei uns abladen. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an eli-tv@sk-mg.de. Ganz wichtig bei diesem Thema ist, Sie haben es gehört, für diese neue Methode darf das Hüftproblem noch nicht so weit fortgeschritten sein. Auch hier wieder die Ermunterung, wenn Sie Probleme haben, bitte gehen Sie zum Arzt. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Bis dahin bleiben Sie gesund.